Hallo, ich bin Alex Russo aus Die Zauberer vom Waverly Place. Aber über Alex wisst ihr schon so einiges, richtig? Deswegen erfahrt ihr heute etwas über mich, Selena Gomez. Willkommen bei meinem Fanbook. Ich würde gerne Karriere als Sängerin machen, aber auch als Schauspielerin. Dann singst du auch. Ja, das würde ich gern machen, wenn ich groß bin. Ich will beides. Oh, ist das nicht süß? War nur ein Witz. Das war ich als kleines Kind. Ich bin ganz weit weg von hier aufgewachsen. Wie kann ich's euch zeigen? Oh, na sowas. Da ist ja eine Karte. Wie praktisch. Also, ich bin hier in Deutschland, aber ich komme aus Texas in den USA. Und wenn wir ein Stück weitergehen, kommen wir nach Kalifornien, wo wir die Zauberer vom Waverly Place drehen. Was irgendwie witzig ist, denn die Russos leben ja in New York. Alles klar, oder? Nur dahin zu kommen, war nicht so einfach. Bist du hier in Austin geboren? Nein, ich komme aus Grand Prairie, Texas. Das ist Grand Prairie, eine kleine Stadt in Texas, wo ich am 22. Juli 1992 geboren wurde. Als ich klein war, wollte ich alles Mögliche werden. Cheerleader, Ärztin und natürlich Schauspielerin. Bravo! Ich war ungefähr 7, da habe ich meiner Mom erklärt, dass ich Schauspielerin werden will und dass ich später mal im Fernsehen auftreten möchte. Als ich 12 war, hat der Disney Channel eine landesweite Talentsuche veranstaltet. Es gab Castings in mehreren großen Städten Amerikas. Sie haben sich über 1000 Mädchen angesehen und dann haben sie die Auswahl eingegrenzt bis zu den Top 3. Und ich hatte Glück, ich war eine der Top 3. Danach hatte ich Gastauftritte in einigen coolen Serien. Hey! Und bin dann bei den Zauberern gelandet. Was hast du getan? Oh. Bibbidi babbidi nein. Oh, klasse. Ich liebe euch. Bei uns geht's um ganz normale Dinge, die Familien durchmachen. Aber etwas unterscheidet uns von anderen, und zwar das magische Element. Ich sehe Magie als etwas Zeitloses. Ich denke, im Grunde liebt jeder Mensch so einen kleinen Hauch von Magie. Das ist echt magisch. Ich liebe die Schauspielerei und ich liebe Musik. Es gibt allerdings immer wieder Phasen, in denen begeistert mich das eine mehr als das andere. Aber eigentlich schwankt das bei mir ständig hin und her. Letztendlich will ich einfach Dinge, die ich liebe, mit anderen teilen. So, jetzt wisst ihr ein bisschen mehr über mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin schaut weiter die Zauberer vom Waverly Place hier im Disney Channel. Viel Spaß!